ich keinen Bock gehabt. Hast du nichts verpasst, Mann, gar nichts. Orgrim habe ich komplett ausgelassen. Außer an dem, Tag, wo das Neuerdung kam, halt WOD war das ja. Ich habe halt gewartet, bis das Ding angeht. Das aufgeht, das Add-on losgeht. Da habe ich halt dann, bin ich ja mitgegangen mit der Gruppe. Um den zu killen wegen dem Legendary da. So ein Account-Item. Account-Item, genau. Hast du quasi in letzter Minute noch eins abgeholt? Ja, genau, an dem Tag, an dem das Add-on rauskam. So Uhrzeit halt. Kam ja, glaube ich, um. Kam so um 12 raus? Ach, keine Ahnung. Mhm. So, okay, Moment, mal, ich habe jetzt hier wieder verloren hier mit WoW-Erzählungen. So, ich muss hier hin, hier ist das Ding, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin in der scheiß Höhle und ich suche immer noch den Schatz. Und wo ist der jetzt hier? Muss ich da irgendwie hoch oder so? Muss ich da irgendwie so Kletterpartie machen? Oder warum gibt es hier dieses komische Gedönse? Wo ist denn nur der verfluchte Schatz hier? Dieses dumme Ding hier? Mach das mal weg, das stört mich. Oben ist es nicht, gell? Scheint aber doch hier zu sein. Dieses Ding, dass jeder mal es lootet, ist schon ding, 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 ding. Schon nett, so sehe ich zumindest, was ihr macht hier. Ja, und nu? Sonst blinkt und leuchtet immer alles in dem Spiel, jetzt bin ich in der Höhle und weiß nicht, wo ich hin muss. So. Grüß dich, Daryl, servus. Ja, mit den Gästepässen weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ich habe schon noch meine, aber wie ich es genau anstelle, wer die bekommt, müssen wir noch gucken. Vielleicht irgendwie auf eine Art verlosen oder doch nur den Leuten gibt es halt, die wir kennen und direkt testen. Ich weiß noch nicht genau. Haben ja, aber noch nicht wissen, was ich damit anstelle oder wie. Das ist hier auf der anderen Seite. Warum kann man denn eigentlich hier hoch? Gibt es einen Grund? War das so als Spaß oder? Danke dir für dein Follow, Daryl. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund oder meine Liebe. Gerade mit dem Händler gefeilscht, einmal klicken, erfolgreich. Okay, wenn du meinst, gut so. Hatte ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber dann mehrfach auch nicht. Dieser Ort wurde sicher als Schutz vor dem Taifun genutzt, okay? Wie hat es jemand fertiggebracht, hier ein Feuer zu machen?
Hat das jetzt überhaupt mit dem Ding zu tun hier? Nee, oder? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Also, ich hab jetzt keine Ahnung. Das blinkt ja auch hier. Ich bin jetzt da, wo er gesagt hat, ich soll in die Höhle und soll irgendwas machen hier. Hier soll's sein. Ich bin auf der Quest, aber hier finde ich nur Erz. Und ich sehe auch nicht die Unterschiede zu dem anderen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich hier zu müde, um das zu sehen. Eins, was ich hier finde, ist dieses komische Lagerfeuer. Und diese komischen Sachen, wo man hoch kann. Ich weiß aber nicht, ob man da hoch muss. Für mich sieht hier irgendwie alles gleich aus. Grün auf grün oder braun auf braun. Perfekte Farbgebung hier. Vielleicht denke ich jetzt so kompliziert. Vielleicht ist es wirklich so einfach hier. Kann ich da hochklettern? Geht das? Macht er nicht. Sag, kletter doch hoch. Ne, will er nicht. Trotzdem sieht die Höhle an sich schön aus. Wie, ich bin da falsch, ich das richtig sehe, gibt es noch eine Höhle, aber ich bin doch direkt da, wo... Was ist denn das für eine Pimmelquest? Mal ohne Scheiß. Ja, eine Pimmelquest, ein Dreck halt. Ich bin über der Erde. Gex, du musst unter die Erde. Dann bin ich jetzt unten, bin ich auch falsch. Gibt es da jetzt noch eine Zwischenhöhle oder wie? Ich bin an der gleichen Position, wie ich war, unter der Erde jetzt. Aber über der Erde gibt es auch nicht. Hier, da genau, da muss ich hin. Ich will mich doch hier trollen. Wie viel, aber zu wie vielen Positionen auf dem markierten Ding soll ich noch hin? Ich weiß nicht. Aber immerhin habe ich ein bisschen Erze gefunden. Das war schon mal auch immer cool, dass ich zumindest weiß, da ich sowieso wieder vergesse, dass hier eine Erzhöhle ist. Bei diesen komischen weißen Dingen, was auch immer das ist. Das hatte ich auch noch nicht, Kekse hier, dass es drei verschiedene Ebenen gibt für eine Quest. Du hast als Nachtelf nie gequestet, oder? Hatte ich Nachtelf? Das sind die mit dem Stock, mit dem Stock im Arsch, oder? Also mit dem Ding, also Nachtelf. Wenn du da so eine beschissene Nachtelfenhöhle hattest und du irgendwo was looten musstest. Hör auf, ich bin da nie rausgekommen wieder. Ich habe dich mit dem Ruhestein genutzt, um zurückzukommen. Alter, warum spiele ich Mage? Also. Wie die Höhle hat einen Ausgang, rausporten. Ja, nee, ich weiß. Generell Höhlen habe ich nie zurechtgefunden. Da gab es ja natürlich vier Ebenen. Verschiedene immer Höhle, geh unten im Wasser, dann hoch und dann. Ja, hör auf, da im Kreis laufen, leck mich. Ja, weiß schon. Ja, damals, als ich so aktiv Ali gespielt hatte, hatte ich nicht viel Auswahl als Spieler. So, dann lassen wir die Quest gut, dann machen wir eine andere. Man wird auch was von mir wollen. Unfassbar, dass jemand den weiten Weg zur Klippe auf sich genommen hat. Überrascht mich, seit jeder Weg des Bringens Postens hier ist. Meinst du? Stahlkobolde treiben hier Unwesen. Niemand kommt ohne ein besonderes Anliegen hierher. Küstenfelsen, Küste. Ja, mach mal, wenn wir schon da sind. Scheißegal. Ja, die hatten bei ihren Nachtelfenhöhlen zwei verschiedene Modelle und beide waren halt beschissen. Achso, ich krieg jetzt Infos oder was hier? So viele Quests. Schwimmende Abfälle im Gange. Der wisst schon, passt. Wart beim Wester. Schwimmende Abfälle. Und Abfälle. Sucht den Postwart beim Westtor auf. Okay, machen wir mal. So, einfach runtergeportetes Pferd. Wie immer, oder?
Wie beim Westtor. Der Typ hier gibt mir eine Quest für 10 Stunden weiter oder für 10 hier Kilometer weiter. Ja gut, machen wir halt. So, habt die nicht abschließen können, die Quest da. Ist ja egal. Macht ja nichts. Habe ich nicht gefunden, das was ich sollte. War bestimmt vor mir. Bin bestimmt 10 Mal drüber gelaufen, aber da ich immer umgeschaut habe, überlegt habe, geguckt habe, woanders hin, habe ich es nicht gesehen. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich habe Höhlen nicht gemacht. Es war immer so ekelhaft, sich da durchzukämpfen mit dem Krieger, ey. Das Höhlen war immer voll. Immer aufgepasst, dass ich nur einen Pull. Ja, okay, ich habe meinen Krieger schon ein bisschen später gespielt dann. Also im Krieger habe ich alles gesolot. Ja, musste ich auch mit Solo, aber das war halt trotzdem immer nach jedem Ding immer Essen. Nach jedem Mob musste es halt so immer Essen dabei haben. Nee, Mann, ich hatte schon zu der Zeit gespielt, wo man Siegesrausch dann hatte. Ach so. Und mit Siegesrausch war das alles Safeplay. Wieder 20% geheilt. Ja, genau. Beim neuen Mob. Ja, wann war denn das dann? Ah, das war schon, keine Ahnung, war schon Anfang Kater? Okay. Ja, ich hatte halt immer nie Bock auf Energieklasse, auf Wutklassen. Ey, hör auf mit dem Wut, ey, das ist, ach boah, hab ich das aufgeregt. Also Wutmanagement war schon nervig damals. Du hast dich ja damals noch prügeln müssen, du hast dich ja treffen lassen müssen, um Wut zu kriegen. Ja. Und wenn du getroffen wirst vom Mob, dann bist du fast verreckt. Das zerstört halt so meine Philosophie als Fernkämpfer. Ja. Deswegen lasse dich nicht treffen. Man sagte mir auch immer, ich habe auch wirklich zu hohe Quests auch gemacht. Aber ich habe halt meistens Quests gemacht, wo die Gegner 2. Level über mir waren. Und wenn du beim Krieger 2. Level über dir warst, hast du ja nicht wirklich getroffen. Ja. Wie auch. Aber ich habe es auch trotzdem gemacht. Keine Ahnung, habe manchmal für eine Quest länger gebraucht einfach. Ja, das Leiden der Milis. Was für eine hier? Umweltsäuberung. Fisch, tramponierte Stiefel aus dem Fluss, fischt Flaschenscherben aus dem Fluss. Was? Aus echt? Nichts Fischen? The fuck? Noch so ein komischer Typ, der ich hier... Hallo. Ja, ich habe aber kaum Platz in der Tasche hier. Egal, verschwende. Das schaffe ich zumindest. Ich sag dir, ich feier das so sehr hier mit dem Gewitter und dem Feuerball und dem ganzen Mist. Ich pull mir einfach einen Pulk zusammen und bomb das weg. Ja, schade, dass ich nicht sehen kann. Musst du dich mal zu mir herporten, guck mal das mal. Warte, Port zu Gruppenmember. Scheint kaputt zu sein. Muss doch Magier, das muss doch gehen. Raupi! Christi! Hallo Raupi und HQG Community, grüßt euch! Wie geht's, wie steht's? Vielen Dank! Vielen Dank hier, jawohl! Ja, Threebolt ist ja auch da, grüß dich! Ich komm's gerade richtig, wo ganz, ganz viel Spannung hier ist. Ich hab grad geangelt, oder ich bin grad dabei. Ach, du angelst schon wieder? Ja, das ist für eine Quest jetzt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Gibst du bist einfach angelsüchtig. Ja, natürlich. Den Scheiß tue ich weg hier. Log doch mal einfach in WoW für mich an und angel eine Runde. Ich das nicht machen. Das ist super, ja. Mhm. Ja, ich angel mir was jetzt. Genau, rechtzeitig hier. I can't.
Aber heute habe ich schon, an Erfahrung vom Spiel habe ich schon einiges gesammelt. Mit dem Kochen, mit dem Haus kaufen, mit in den Höhlen rumrennen. Und natürlich, dass ich 8 Ebenen habe. Und da nichts finde. Aber anderen war auch cool. Musst dich mal hier einladen, Kekse. Ich weiß, wo du bist. Ich bin hier. So kann es nicht sein. Das sind echt alle online noch hier von uns. Dose. Hallo, mein Döschen. Hups, kann ich tippen so. Kappa, schau, schon voll nervös hier. Ich glaube, ich bin gar kein. Ich habe gar kein Lied mehr, weil ich vorhin ausgelockt habe, ne? Ah, doch. Kommt da wahr. Ja, das weiß ich. Ich habe sogar noch offen, schau her. Du nimmst einen Fisch, welchen du fangst, egal wie, nimmst 3 Maismehl und nimmst 2 Frittieröl. Genau das habe ich gekocht heute. Genau das Gedönse. Ja, voll stolz jetzt. Ach nee, ich hatte mich verdrückt gerade. Ja, echt. Erste Frage, die ich beantworten kann im Spiel, weil ich es gemacht habe schon heute. Yes! Du hast die olle Dose, steht vor mir. Wahrhaftig. Knete sie mal so richtig durch. Und du musst, das Öl bekommst du vom Koch. Also vom Koch, ja. Also ich war, ja, Frittieröl musst du aber nehmen, ne? Da gibt es in jeder Stadt so eine Art Koch oder so. Also, ja. Wo ist die? Ach, die Map funktioniert bei mir gerade nicht. Achso, der Werkkarte kann ich inzwischen, ja. Beim Koch, da kannst du das Öl kaufen. Das Mais musst du ja farmen, das musst du dann mahlen. Und das Öl beim Koch. Ja, und an deiner Kochstelle zu Hause, im eigenen Heim, kannst du das putzeln. Jawohl, jetzt schon was erklärt hier. Bis jetzt konnte ich nie irgendwas sagen, weil ich selbst nicht wusste, was das ist. Okay, es hat sich gelohnt heute hier. Auf jeden Fall. Ja, merkt man, ne? Bin schon fast so ein bisschen stolz auf dich. Ja, durchschaut, können wir es aufhören hier. Warte, muss ausloggen. Genau. Ja, brauchst du. Ja. Holst dir ein Haus, holst dir eine Kochstelle, die gibt's auch beim Koch. Und dann kannst du brutzeln, ja. Das habe ich heute alles gemacht. Das ist total cool. Habe ich heute alles hier probiert und es hat geklappt. Voll geil. Da war doch Quest nur teilweise. Ich brauche noch ramponierten Stiefel. Wow. Das macht ja nichts. Müsste doch mit Level 11 doch auch gehen. Gehst einfach angeln. Ist es eigentlich egal, welches Level du bist, du kannst trotzdem ein Haus kaufen. Du hast, bist du irgendeine Stadt am Anfang? Du kaufst mit diesen. Hups. Du kaufst mit diesen Punkten hier. Mit diesen Beitragspunkten kaufst du ein Haus. Die hast, müsstest du ja auch haben. 1 bis 5 Punkte kostet ein Haus, glaube ich. Ich hab mein Haus für einen Beitragspunkt gekauft. Also, wenn du jetzt unbedingt Fische machen willst. Die Teile, die Backfische da. Was bringen die eigentlich nochmal? Voll vergessen. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1. Das hätte ich ja nehmen können die ganze Zeit. Lohnt sich die zu verkaufen? Das kann doch jeder Hoshi normalerweise machen. Aber gut, wenn man nicht weiß wie. Hm. Muss ja die Twinks in die Stadt bringen. Ah, okay, deswegen. Alles klar. Haben wir hier Lasern? Nein, aber damit level man Gesundheit. Danke. Echt beim Kochen levelst du? Gar nicht so aufgefallen. Habe ich jetzt rund, schwarz, was? Was für ein Ding? Ich
habe einen neuen Fisch gefangen. Rundschwanz. Keksi. Rundschwanz. Läuft? Ja. Makropode. Kann man ja da schon mal, kann man auch wieder machen daraus hier. Backfisch, gerünzelter Fisch, Fisch. Es ist halt krass, dass du aus diesen Fischen nur immer den gleichen Scheiß machen kannst. Dabei mag ich gar keinen Fisch. Ich auch nicht. Die einzige, nein, aber die ich Fische mag, also die einzigen beiden sind so ein Lachs und Thunfisch. Ja, das geht noch, aber trotzdem esse ich nichts. Das andere ist zwielichtiger Fisch. Nein, aber wenn du das alle 30 mit einmal isst, dann levelst du das Bissi. Echt? Wieso mache ich das dann nicht? Ich habe sie gekocht. Hab's einfach gekocht, um das einfach zu wissen. Um es dir heute hier zu sagen hier. Alles sucht es hier. Auf geht's. Ja, ich muss noch so einen Stiefel angeln, dann ist die Quest fertig. Die Quest nennt sich Umweltsäuberung. Und die anderen Angelquests, die ich dann noch habe, mache ich dann, wenn ich AFK gehe. Man kann nämlich Auto angeln lassen hier in dem Game. Was? WD? Nein, ich habe. Ach, ich habe gar nicht hin. Ach, Gott. Ja, ich muss ja die Tastenkombination drücken. Und ich halte immer so schief. Wenn ich angle, dann lure ich ja nur so vor mich hin, so ne? Und habe die Tasten immer richtig hier. Ich glaube, 2 Minigames gibt es hier für die AFS Angeln. Ich meine, du bist Level 11, aber du wirst ja schnell groß. Level 15, glaube ich, ein Stündchen oder so. Und ein, zwei Stündchen, ruckzuck. Ab 15 ist halt dauert länger. Open. Was, wie hieß es? Open World PvP ist es am Schluss anscheinend. Jo, passt soweit, Benny. Und bei dir? Ja, leveln, questen, wie in anderen Games auch. Aktiv kämpfen musst du hier. Nicht Tab drücken und auf was casten. Aktiv direkt kämpfen, auch ausweichen und sowas. Und sonst soll das am Schluss Open PvP, Open World PvP sein. Aber du kannst viel machen hier. Du kannst dir Häuser kaufen, du kannst Sachen einrichten, du kannst kochen und alles und angeln und Gedönse halt, ne? Viel zu viel, um es alles irgendwie zusammenzufassen, irgendwie. Weil ich selbst noch nicht das gemacht habe. Und Max-Level bin ich ja nicht. Ja, also für so eine allgemeine Zusammenfassung kann man, glaube ich, in einem Jahr wiederkommen. Vielleicht haben wir in einem Jahr Ahnung, so ein bisschen. Und wenn nicht, sage ich in einem Jahr nochmal genau dasselbe. Also es ist sehr, sehr umfangreich und das kann man alles gar nicht so erzählen. Vielleicht gibt es einige Videos, wo man schauen könnte, wo einige zusammenfassen, 10 Minuten oder halbe Stunde, Stunde, aber umfangreicher als Arc Age. Umfangreicher. Behaupte ich jetzt einfach mal. Bei Arc Age habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ist klar, weiß nicht, ob du da dabei warst. Also ich behaupte, dass er schon umfangreich ist, als Arc Age. Gedönse. Nicht wirklich, aber besser. Okay. Potter? Ich kenne nur Potter. Das war doch der Zauberer da. Harry Potter? Ich weiß nicht, ob sowas gibt. Kein Plan. Dafür ist es noch zu neu, das Game. Kam erst am 3.3. raus. Ist erst der dritte Tag für mich im Spiel. Am ersten Tag hier, keine Ahnung, Release Day. Keine Ahnung, bisschen gespielt, gelevelt.
Und jetzt halt hier heute gelernt, ein Haus zu bauen. Oder zu kaufen. Wow, und sieht da was wegschmeißen hier. Scherbe. Kann ich die Scherben eigentlich jetzt wegschmeißen oder braucht ihr die zur Questabgabe? Ich hab so viel Mist hier in der Tasche. Nehmen wir einfach hier 10 XP. Müsste noch so ein Signalton kommen, wenn der Charakter am Ziel ankommt. Ja, meistens bist du dann da hier. Mit. Wirst du angegriffen, mach das doch. Tu irgendwo daneben, mach neben die Quest, angegriffen wirst. Nee. Ich meine ja auch, wenn ich zurück zum NPC laufe. Ach so. Ja, wie gesagt, Zusammenfassung alles kannst vergessen. Dazu habe ich zu wenig Ahnung. So wie wenn du WoW Classic-Zeiten angefangen hast, spielst eine Stunde nachher, fragt man dich. Du kaufst das Spiel einmal und kannst es spielen. Fertig. Ich habe letztens gesehen, 1 bis 90 in einer Stunde, also kein Thema. Also ich kann ja sogar 1 bis 90 in einer Sekunde machen, du willst. Ohne Boost zu kaufen, nur Pfeife. Ja, ne, das ist ja egal, das hast du nicht gesagt. Oder ich den Boost zu kaufen, 1 bis 90 in einer Stunde. Nein, das ist jetzt zu spät. Ich habe noch den 90er und den 100er Boost habe ich noch. Also ich booste einfach einen Magier, beste Klasse. Habe ich doch schon. Hab doch schon alle Klasse, was soll ich boosten? Ja, booste halt noch zwei Magier. Einen auf 90, einen auf 100. Ich habe ja schon mehrere. Ja, man kann nie genug Magier haben. Klar kann man genug Magier haben, wenn man... Nein, was habe ich... Oh, dieses dumme D, weil ich immer hier... LOL. Ach Gott. Ja, bei LOL ist kein D drin, das hast du gut erkannt. Ich halte die Taste nochmal wohl verkehrt. Ich halte anstatt WSAD, habe ich immer die... Ja, egal. Ich habe die Tasten total verkehrt. Dann sind, das klingt aber schon pervers, immer Twinks leveln den Anfang so weit, dass sie den ersten Beschwörer killen und dann sind sie in der Stadt und dienen als Energiespender. Weiß ja nicht, das klingt irgendwie pervers hier. Rexy, das habe ich nicht gelesen. Wer ist denn Rexy hier? Rexy. Ach, der Verrückte. Gen behauptet hier Lügen. Ach, der Eon müsste das sein. Oh, ist das nicht bei blacklistonline.com mit deinem Account selbst und auf mein Konto gehst? Kannst du da nichts einlösen? Ich glaube ja. blacklistonline.com, da einloggen auf mein Konto und dann müsstest du da nicht stehen. So, auf geht's jetzt hier. Richtige Tasten haben hier. Das wollte Nighty nicht. Ja, das wäre. Musst du fragen. Ich weiß, dass du helfen möchtest, aber doch kurz fragen wegen Links. Das ist schon richtig der Link. Der hat gepasst. Kannst du machen. Ach so, ist nicht einfach zu finden, oder was? Vertrag unerfahrener Arbeiter. Keks, ich muss dir einen Vertrag geben. Ich hab hier was für dich. Ich bin ganze, viel zu erfahren dafür, tut mir leid. Die ganze Scheiße in der Tasche, ey, wegen den ganzen blöden Werkzeugen hier. Plus 5 EP. Was soll ich denn da wegschmeißen von? Scheiße, die scheiß Gestalle weg, mir wurscht. War jetzt zwar ein Fehler, aber egal.
Was denn? Ich dachte, die Logo-Tränke kann man nicht mehr wandeln. Weil ich vorhin gefragt habe am Anfang. Ich wollte die kleine in die ganz groß wissen. Dann sagte man mir, es ging nur einmal am Anfang. Die Anfängergetränke in die kleine. Ich möchte die kleine in die großen. Nee, das ist hier Schmutz, Umweltsäuberung. Ist Schmutz, schmutzig hier da. Schmutziger See, du. Vielleicht ist das so besser. Nee, jetzt schon wieder so ein behinderten Fisch. Ich wollte doch jetzt hier. Achso, ich habe die Anfängergetränke, ey, wurscht. Achso, weil wegen der Low-Quest vorher. Er, ja, und ich möchte die 200 tauschen. Boah, das ist echt 200, krass, okay. Was nix tauschen, L drücken, dann Alchi da 75er reinklicken. Okay. Mal schauen, wenn die AA-Server ausgestorben sind, weil dann alle Video zocken. Ach so, wie ist denn hier ArcheAge immer noch beliebt? Weil ArcheAge habe ich zum Release gespielt damals, also EU-Release. 40 Tage. Na, wieso habe ich jetzt gedrückt? Oh. Ich glaube, ich sollte ihn automatisch angeln lassen hier. Was ich jetzt brauche, ist einen so einen blöden Stiefel und dann passt das. Ist die Quest fertig. Okay. Ja gut, das ist passiert zu 90% mit allen MMOs. Die dann auf dem Markt erscheinen. Ja gut, die versuchen die Spieler da zu behalten, klar. Ach, ging noch nie, ging gar nicht Charaktertransfer. Ui. Ja genau, habe ich ja auch gemacht, Benny. Dann bin ich mit Max Level rumgelaufen, wusste nicht genau, was ich tun soll. Das mit dem Piraten hat mich auch genervt, dann mit dem da habe ich dann gefarmt, 2 Tage lang was eingebaut, wollte irgendwas rüberbringen auf die andere Seite des Kontinents da oder an der Kontinent und dann habe ich das scheiß Piraten überfallen. Das war's dann. Hat mich aufgeregt hier. Wieder 2 Tage was anbauen, kannst vergessen. Jo. Ist jetzt für diejenigen, die jetzt zugeschaltet haben, schon spannend hier, aber muss man halt machen, auch Quest hier. Mit dem Angeln. Ups. Und so können wir noch zwischendurch quatschen hier.
Wieso schaut's komisch aus? Ich hab schon wieder mein blödes Pony geparkt. Ach, da hinten. Mhm. Alles klar, Benny. Ja, informier dich. Dann bis zum nächsten Mal. Toll, dass man sich... Vorhin, als ich Fische fangen wollte, habe ich keine bekommen. Wollte ja alle kochen, hat es nicht geklappt. Und jetzt... Ach komm, scheiß Horn. Horn kann da weg. Kickse ich, entferne mein Horn. Eon, bis morgen, mein Freund. Vielen Dank für die Hilfe auch, ne? Verrücktes Stück, du. Angenehme Nachtruhe. Schlaf gut. Conan Exiles. Ist das noch ein MMORPG? Kommt das vor WoW raus? Achso, die Community. Die war eigentlich ganz cool bei ArcheAge am Anfang. Hab mich da auch teilweise ein bisschen ein paar Sachen gestört und genervt, habe ich auch im Stream gesagt damals, aber ja, hab hier dann aufgehört. War's mir dann egal. Das wird das neue Können, den gleich machen. Oh, echt? Probieren sie es jetzt dann nochmal, nachdem sie mit dem anderen versagt haben? Na, manchen MMOs tut ja so ein Reboot ganz gut. Ja, wollen das so aufbauen wie Ark? Wie Ark? MMO wie Ark? Hm? Echt, ist Ark auch ein MMO? Ist das nicht ein Survival-Game? Ja, Role-Playing Game. RPG. Achso, ja, gut, MMO. Okay. CSGO ist auch ein MMO, wa? Dann LOL, alles MMO. Oder MOBA dann. Ja, also ist alles, was man online spielen kann, MMO. Ja, alles, was in Massen. Keksi, du bist ein MMO. Okay. Siehst du? Was? Für was ist die Postin. Institution da. Wo wäre? Achso. Kann der bestimmt gerne beantworten. Wir sind ein so blödes Item hier stehen. Ey, ein Fisch nach dem anderen, Keksi. Und dabei möchte ich doch. Und das Krasse ist, das Deck nicht einmal. Dabei möchte ich doch nur die Quest abschließen. Und ich nehme eine so eine Rolle, EP-Rolle nach dem anderen und mach gar nichts.
Ist das nicht mit Post hin und her schicken oder irgendwas hin und her bringen? War das nicht das mit dem Handel irgendwas? Mit der mit dem Postengedönse? Oder war das, das die Wächter irgendwas? Keine Ahnung. Zu viele Infos hier. Grandioses Gebiet, so viel Mobs, oh, ist das toll. Will hier nie wieder weg. Hast du A, Crust etc. und dann eben MMO-Elemente, wie alle anderen das haben, K.A. Okay, klingt aber gut hier. A, Crust kann mir beide gefallen. Nur Rust wurde dann zu PvP-Gedöns, hat mich aufgeregt. Jetzt krieg ich... Was brauch ich denn eigentlich? Ich brauch so einen scheiß Stiefel. Ich krieg das halt nicht, Kekse hier. Für die Quest. Okay, musst du den angeln oder was? Ja, ja, das ist halt random, was man angelt. Beschreibung: Händler werden diesen Gegenstand zu einem günstigen Preis kaufen. Ja, komm, schmeißen wir das weg. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da geangelt gerade? Angespülte Wäsche, lass mich doch in Ruhe. Ja, ich probiere jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, dann breche ich die Quest ab. Ich habe jetzt echt keine Lust hier zu stehen. So lang. Ich wollte hier schon was machen. Wir haben ja genug rumgemacht hier. Was habe ich gemacht? Ich habe heute 15% gemacht, Keksi. Im Level. Was? Oder 12. Ich habe mir wie Quests erwischt, die irgendwie ewig dauern. Wie das, ich habe schon mal bei der anderen Angelquest schon mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da voll verschwendet. Jetzt habe ich einen Schlammfisch, wieder ein Fisch. Also ich krieg hier Fische, die ich gar nicht kenne. Ja, hast recht, Gam, ja. Nie da angeln, wo man sind zu viele. Steht ja auch da, Fischgrund erschöpft. Und da angeln halt zu viele. Aber es ist jetzt einer hier. Einer ist jetzt hier, neben mir, direkt. Ja, aber steht ja trotzdem da, Fischgrund erschöpft. Gell? Ja, ja, sicher. Das habe ich ja gesehen.
Wenn einer da angelt. Aber ist das nicht gut, wenn der Chef steht? Ich muss ja die Scheiße angeln, weißt? So, dann hau ich den groben Stein nochmal weg. Oder ich investiere keine Energie mehr, damit ich die Scheiße angel. So einfach reinwerfen. Aber ich brauche ja so einen Stiefel. Habe ich ja schon geangelt, glaube ich. So, kommen wir Paläste. Was, ich bin schuld? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Ich hoffe, was... Scheiße, dass du noch da bist. Was soll ich tun, dass das anders ist? Dass sich ändert bei dir, Teufel? Bei Konsum Paläste und Burgen bauen können und dann eine bestimmte Uhrzeit wird man von einer HDPCs angegriffen. Das ist ja wie bei 7 Days. Okay, das klingt interessant. Bin jetzt zwar nicht unbedingt so eine Art Burgenfan, aber wir haben ja auch ein Schloss gebaut bei Ark. Ja, du kannst dir vom Blizzard holen, die Seele. Mach das. Viel Spaß in Frankreich. Viel Spaß. Bring Keks ist auch gleich mit. Ja, bitte. Oder ein Teil zumindest. Ach, das heißt nur, dass es länger dauert, bis sie anbeißen? Steht doch da. Muss nur lesen. Je weniger Ressourcen ein Fisch Fischereizone hat, desto länger dauert es zu fischen. Man ist nackt und poppen soll man eigentlich auch können. Naja, das ist ja, das muss ich ja tatsächlich machen. Also das ist ja, nackt ist ja okay, aber man kann sich ja bestimmt was anziehen hier. Dein Nachbarland, okay. Ja, dann auf geht's. Bis gleich. Ja, mit perfektes Questziel erreicht. Hab's. Jawoll, ja, Skill halt, ne? Zufall. Juhu, voll Skill hier. So, was ist das hier? Was? Schriftrolle für zusätzliche Kampf-EP. Erhöht eine Stunde lang die Erhalten. Achso, das habe ich ja vorhin getauscht wegen Bonusgedönse da. Da können wir wieder ein paar Fische kochen. Und das kann ich auch nehmen. Backfisch haben wir. Bewegungsgeschwindigkeit, jetzt bin ich voll schnell. Plus 1 ist das. Achso, ist aber auch nicht wie laufen. Das plus 1. Das ist irgendwie so wenig. Es gibt keinen leeren Platz. Ja, ich weiß, ich habe nur Scheiße in der Tasche. Was kann ich denn wegschmeißen noch hier? ...10.000 kriege ich für das eine. Was ist denn das? Das kann ich wegschmeißen. Ja, egal, komm. Krieg ich ja noch genug vom Kochen nachher. Die mal alles immer geben wollen. Lass mich in Ruhe. Was soll man da abschlagen können? Bin mal gespannt. Klingt ja nach, wie heißt das Spiel für die Xbox? Hast du dann auch am PC irgendwann rausgekommen mit dem Abschlagen? Teil 3? Oder nicht Teil 3? Das ist das Startspiel der Xbox, so Rittergedönse, wo man auch die einzelnen Gliedmaßen...